Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meiner neuen Rubrik Disney Fashion. Ich habe mir einige Gedanken gemacht, was ich auf meinem Kanal noch zeigen könnte, damit es etwas vielfältiger wird. Und da ich Schuhe, Taschen, Klamotten, Shoppen liebe und es liebe, Klamotten zusammenzustellen, verschiedene Outfits zu kreieren, dachte ich, mache ich einfach Disney Fashion. In Disney Fashion zeige ich euch meine Top 10 Outfits zu gewissen Themen. Und das heutige Thema ist Disneyland Paris Outfits fürs Frühjahr. In dieser Top 10 habe ich versucht, verschiedene Styles euch zu zeigen. Ich habe schick, ich habe Street Style, cool. Ich habe Hosen, Röcke, Kleider, verschiedene Taschen, Rucksäcke, Bauchtaschen. Ich habe versucht, wirklich einen guten Mix zusammenzustellen, den ich euch dann gleich zeigen werde. Ich hätte auch einfach 10 Spirituals anziehen können mit passenden Ohren, dann hätte ich auch schon 10 Disneyland Paris Outfits gehabt. Aber ich möchte euch da draußen inspirieren mit meinen Outfits, euch zeigen, was man gut kombinieren kann, was gut zusammen aussieht, damit ihr vielleicht dann für den nächsten Disneyland Paris Trip, wenn es wieder offen hat, inspiriert seid und wisst, was ihr anziehen wollt und schöne Fotos damit machen könnt. Ihr könnt gerne unten mal kommentieren, ob euch diese neue Rubrik gefällt. Ich habe auch schon einige Ideen für die nächsten Videos, wie zum Beispiel Disneyland Paris Sommer Outfits, aber auch Outfits, die ihr gerne im Alltag tragen könnt, wo Disney da ein bisschen reduzierter ist, aber ihr trotzdem immer noch ein bisschen Disney-Magie in euren Outfits drin habt. Entschuldigt bitte, dass die Einleitung etwas länger ausfällt, aber ich will, dass ihr die neue Rubrik versteht. Ich habe auch die ganzen Outfits angezogen und die Outfits im Prinzip gefilmt, sogar länger als jetzt zum Beispiel bei meinen Hauls. Da zeige ich ja im Prinzip nur vor und zurück. Hier zeige ich euch komplett die Schuhe von Namen, die Klamotten, die Ohren und damit ihr auch einen guten Eindruck davon bekommt. Beginnen wir mit dem ersten Outfit fürs Disneyland Paris im Frühjahr. Kürzlich wurde die Tinkerbell-Kollektion, gab es die Tinkerbell-Kollektion bei Shop Disney und ich habe mir sie gekauft und ich finde den Pullover so schön. Mit der Tinkerbell vorne drauf, mit dem Goldschimmer. Hinten habt ihr auch Tinkerbell stehen. Genau, ihr seht das Outfit auch angezogen, auch die Ohren von Namen, die ich euch gleich zeige. Genau, also einmal der Pullover, dann die passenden Ohren. Ich finde, die Korallohren aus Disneyland Paris passen super zu dem Pullover. Dann natürlich die passende korallfarbene Tasche. Die gab es auch bei Shop Disney zusammen mit dem Pullover. Genau, ihr habt vorne eine Tinkerbell, hier habt ihr das Tink-Logo. Innen drin ist so ein schönes florales Muster mit Tinkerbell. Dazu ziehe ich einfach eine weiße Hose an. Ich liebe ja weiße Hosen im Frühjahr und Sommer. Ich finde, irgendwie macht es noch sommerlicher als jetzt eine dunkle Hose. Und ich finde, zu dem korallfarbenen Outfit finde ich eine weiße Hose auch sehr schick. Und dazu ziehe ich einfach florale weiße Sneaker an. Floral, weil da in der Tasche ja auch Blumen sind. Und die sind jetzt von Guess. Ihr könnt auch theoretisch nochmal Disney-Schuhe darauf anziehen, wenn ihr wollt. Aber ich wollte jetzt nur in diesem Tinkerbell-Outfit bleiben, jetzt kein Mickey oder so. Ich habe auch keine Tinkerbell-Schuhe. Deswegen einfach weiße florale Sneaker. Ihr könnt auch am Ende des Videos kommentieren, welches Outfit euch am besten gefallen hat. So, machen wir weiter mit Outfit Nummer 2. Das jetzt mit Jeans kombiniert, also eine ganz normale Jeans. Dann, oh, hier habe ich noch Geld gefunden. War das in der Hose drin? Das weiß man nicht so genau. Dann habe ich einen Donald Duck Pullover. Den habe ich letztes Jahr bei Desigual auf Mallorca gekauft. Das ist im Prinzip ein Donald Duck Hoodie. Unten ist eine Bluse, sozusagen eine Bluse rangenäht. Das macht es ein bisschen schicker, finde ich, aber es sieht trotzdem sehr cool aus mit dem Donald Duck Hoodie. Wie gesagt, dazu eine blaue Jeans. Dazu habe ich dann noch die Donald Duck Sneaker von Desigual kombiniert. Die gab es auch dann da auf Mallorca. Ihr könnt natürlich jetzt auch andere Donald Duck Schuhe dazu kombinieren. Dann blaue Ohren. Die sind aus Walt Disney World gewesen. Also gibt es leider hier in Europa nicht mehr. Aber wie gesagt, ich habe halt keine Donald Duck Ohren. Wenn ich Donald Duck Ohren hätte, würde ich sie zu dem Outfit auch kombinieren. Und dazu, ich habe keine Donald Duck Tasche und ich finde, jetzt muss nicht jedes Teil von Disney sein, habe ich einfach eine blaue Michael Kors Tasche kombiniert. Ihr könnt die Outfits, die ich jetzt auch zeige, natürlich im Alltag tragen. Ist halt ein bisschen sehr viel Disney. Ihr könnt auch einen Teil jeweils reduzieren und die Ohren, obwohl ich gerne die Ohren auch im Alltag tragen würde. Aber da wird man leider doof angeguckt. Aber wie gesagt, ihr könntet theoretisch die Sachen auch im Alltag anziehen.
Ich könnte sie jetzt, wie gesagt, abgespeckt privat anziehen. Auf der Arbeit müsste ich dann mal schauen, vielleicht ein oder zwei Teile immer. Aber dazu mache ich dann auch noch ein separates Video, wie man schöne Disney-Outfits dezent auch im Alltag tragen kann. So, Outfit Nummer 3. Da kommen wir jetzt zu einem Kleid, was ich mir letztens bei EMP gekauft habe, und zwar dieses schöne Cinderella-Kleid. Das habe ich auch mal in meinem Haul gezeigt. Eigentlich habe ich fast alles mal in meinem Haul gezeigt. Genau, das ist dieses schöne Cinderella-Kleid mit den Stickereien unten. Das werde ich jetzt zum Beispiel nicht auf die Arbeit anziehen, weil es etwas kurz ist für die Arbeit. Da muss ich ja Knöchellänge tragen. Genau, einmal dieses Kleid, dann eine ganz normale nudefarbene Strumpfhose, die passende Jeansjacke von EMP von Cinderella würde ich dazu tragen. Ich finde sie wirklich sehr schön mit den Perlen und mit den Stickereien hier. Never Stop Dreaming, Cinderella. Also ich finde sie wirklich wunderschön. Dazu dann meine wunderschönen 3D-Cinderella-Ohren. Ich liebe diese Ohren und die sind so bequem. Und die passen auch super dazu mit dem Blauton. Und dann eine Cinderella-Tasche. Ja, es ist super viel Cinderella, dafür sind die Schuhe gleich nicht Disney. Genau, also hier diese super schöne Cinderella-Tasche von Aldo, die habe ich auch kürzlich erst gekauft. Gibt es auch noch in verschiedenen Farben, in Silber und Pink und Gelb, soweit ich weiß. Und ja, ihr habt hier einen Schuh, dann innen drin ist auch eine kleine Tasche. Das heißt, wenn ihr was reintut, sieht man nicht, was in der Tasche ist. Und da vorne drauf steht nochmal Cinderella. Finde ich sehr süß und perfekt zu dem Outfit. Und dazu kombiniere ich hellblaue Bootsschuhe. Ganz einfach, passt gut zu dem Jeans-Look und zu dem Kleid. Und ja, wie gesagt, ein Nicht-Disney-Teil kann es ruhig sein. Kommen wir jetzt zu einem etwas schickeren Look. Den kann man auch super im Disneyland tragen, weil er trotzdem bequem ist. Und zwar einmal mit hautfarbener Strumpfhose diesen Rock. Ich liebe diesen Rock und den habe ich letztes Jahr in irgendeinem China-Shop online bestellt. Und ich war ja ein bisschen skeptisch, aber ich habe schon einige Kleider auch dort bestellt und wie gesagt auch diesen Rock. Und ich liebe ihn. Er ist super bequem, er passt perfekt. Ich habe ihn, glaube ich, in, was steht hier? In XL habe ich ihn bestellt. Das heißt, wenn ihr aus China irgendwas bestellt, immer große Größen bestellen. Dazu kombiniere ich eine weiße Bluse mit Mickey-Köpfen. Die habe ich aus dem Primark. Ihr könntet auch theoretisch eine normale weiße Bluse kombinieren und dann könntet ihr euch vielleicht vorne dann irgendwas, einen Pin dranhängen oder irgendeinen Button. Gibt es ja auch bei Primark so diese Pins, kann man sich auch dann einfach vorne dranhängen. Dann habt ihr auch ein bisschen Disney in der Bluse, falls ihr keine Bluse habt mit Mickey-Köpfen. Dazu kombiniere ich die gold-silbernen Ohren. Die habe ich jetzt aus Hongkong, aber die gab es jetzt auch, als das Disney noch offen hatte, im Disneyland zu kaufen. Dazu kann man dann entweder goldenen oder silbernen Schmuck kombinieren. Deswegen finde ich das so gut, dass man dann halt beide Variationen hat. Sehr schick. Dazu dann halt die etwas schickeren Schuhe. Die habe ich von Zara Kids. Ja, Zara Kids. Zara produziert die Kinderschuhe bis Größe 38, glaube ich, oder 39. Und da ich Schuhgröße 38 habe, ist das perfekt, weil sie mir passen und zweitens sie günstiger sind als jetzt zum Beispiel normale Erwachsenenschuhe. Genau, dazu kombiniere ich hier diese schönen Lack-Mickey-Schuhe. Und als Tasche mache ich, damit es ein bisschen sportlicher aussieht, diesen Mickey-Rucksack, den habe ich auch aus dem Primark. So, ein Spirit-Jersey muss ich euch zeigen in meiner Top 10, da ich ja Spirit Jerseys über alles liebe und auf jeden Fall auch immer mindestens ein Spirit Jersey dabei sein muss im Disneyland Paris, weil sie einfach schön sind und für Fotos perfekt. Deswegen zeige ich euch jetzt ein Outfit mit einem Spirit Jersey und zwar wieder eine weiße Hose. Wie gesagt, weiße Hose früher, Sommer lange weiße Hose ist dann ein bisschen warm, aber im Frühjahr finde ich das so schön. Dann dazu meinen wunderschönen rosafarbenen Spirit Jersey. Der sieht so schön aus, auch die Farbe. Und der ist halt auch sehr dezent. Den kann man auch gut im Alltag tragen, finde ich, weil dieses Disneyland Paris hinten nicht so aufdringlich ist. Das war einer der ersten Spirit Jerseys, den es in Disneyland Paris gab, mit dem schwarzen. Und ich bin sehr froh, ihn ergattert zu haben, weil den gibt es, wie gesagt, nicht mehr. Dazu kombiniere ich die passenden rosa Ohren, auch aus dem Disneyland Paris. Eine wunderschöne Tasche,
Jetzt muss ich mal schauen, von welcher Marke. Es ist Spectrum Collection, genau. Die ist von Spectrum Collection. Das ist im Prinzip eine Make-up-Pinsel-Marke aus England. Die produzieren dann halt, wie gesagt, Make-up-Pinsel und die werden dann in so schönen Taschen geliefert, die man dann auch als Handtasche tragen kann. Also wenn ihr in die Tasche reingucken würdet, sind da so Make-up-Pinsel-Halterungen, aber die kann man auch so benutzen, weil die wunderschön sind. Ich habe auch viele andere Taschen noch von Spectrum Collection und die passt doch perfekt zu dem Spirit Jersey. Und natürlich dürfen wir die Schuhe nicht vergessen. Dazu kombiniere ich diese tollen, süßen Mickey-Schuhe mit rosa aus dem Primark. So, machen wir weiter mit einem Latzkleid-Outfit. Die trage ich auch super gerne im Disneyland Paris. Mein Freund findet die Latzkleider schrecklich. Ich darf die auch nie anziehen, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Aber euch kann ich das Outfit zeigen und er ist im Disneyland Paris sowieso nie dabei, deswegen kann ich es da auch anziehen. Das Latzkleid habe ich aus dem Primark. Und zwar ist es das hier. Ich habe noch ein anderes, aber das gefällt mir noch ein Ticken besser. Es ist hat so eine Kork-Optik und überall diese Mickey-Köpfe. Dazu kombiniere ich als Unterteil dieses Top. Das ist von Gap. Das habe ich mal bei Zalando gekauft. Im Prinzip ist es einfach nur rot-weiß gestreift und hat eine kleine Mickey. Und ich trage dann das Latzkleid nicht auf beiden Seiten geschlossen, sondern nur auf der einen, wo Mickey nicht drauf ist. Und die andere Seite lasse ich offen, dass man Mickey noch sehen kann, weil das ist wirklich ein sehr schönes Oberteil. Dazu kombiniere ich diese wunderschönen roten Ohren aus Florida. Die gab es leider auch nicht in Disneyland Paris. Dazu Schuhe aus dem Primark. Primark hat wirklich echt mega geile Schuhe zwischendurch und ich finde die auch super stylisch immer. Dazu ziehe ich diesmal keine hautfarbene Strumpfhose an, das könnt ihr natürlich auch, aber es gab mal bei, auch im Primark, aber auch bei Calzedonia, Strumpfhosen mit Disney. Ich weiß nicht, ob man jetzt sehen kann, aber die sind halt so, das sind so Kniestrümpfe, also das sieht aus wie Kniestrümpfe und am Knie ist dann so eine Mickey-Schleife. Ihr seht es auch im Try-On, das ist nochmal so ein i-Tüpfelchen bei dem Outfit und macht das noch ein bisschen schicker, ein bisschen sexy, finde ich. Und dazu kombiniere ich hier diesen Mickey-Rucksack. Den habe ich mal bei Shop Disney gekauft. Aber ihr könntet jetzt auch den anderen Rucksack, den ich da gezeigt habe, vom Primark kombinieren oder irgendeinen anderen Mickey-Rucksack. Also da gibt es ja tausend Variationen. Ich wollte jetzt nur halt nicht immer den gleichen Rucksack oder die gleiche Tasche benutzen. Dann kommen wir zu einem etwas cooleren Look, wie ich finde. Ich kombiniere einmal hier dieses T-Shirt, das ist von Desigual. Ja, ich irgendwie sehr viel Desigual in diesem Disney Fashion Video. Aber ich finde die Sachen auch manchmal nicht immer sehr schick. Wie gesagt, dieses T-Shirt. Dann dazu habe ich mir diese Jacke von Desigual gegönnt. Die war nicht günstig, aber ich habe mir auch mal einen Parker von Desigual gegönnt. Und zwar ist es eine Jeansjacke und ihr habt auch hier das Muster wie im T-Shirt, deswegen passt es ganz gut. Auch aus derselben Kollektion. Und hinten habt ihr dann auch noch dieses karierte Muster, Leo-Muster. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt zum Jungle Festival geht und irgendwas mit Leo anhabt, passt die Jacke auch super. Und dann halt hinten diese große Mickey. Hier vorne habt ihr auch nochmal eine Mickey. Also ich liebe diese Jacke, ich liebe diesen Stil. Dazu kombiniere ich diese Herzchenohren. Die habe ich von Ears Ever After. Die gibt es meines Wissens aber nur zu Valentinstag, aber die hat auch wunderschöne andere tolle Ohren, die ihr euch da bestellen könnt. Dazu eine normale Jeans, nichts Spezielles. Die Umhängetasche von Primark. Wenn ich jetzt im Disneyland Paris unterwegs bin, reicht mir natürlich nicht diese Umhängetasche. Ich habe dann auch immer noch einen Rucksack dabei. Wenn ich euch jetzt hier einen Rucksack zeige, dann muss ich halt weniger mitnehmen und keine Outfits mehr zusätzlich. Aber wenn ich jetzt hier nur so eine Umhängetasche zeige, habe ich meistens noch so einen großen Rucksack auf dem Rücken. Aber in so Umhängetaschen oder in den Bauchtaschen habe ich dann oft Geld, meine Handys und meine Jahreskarte, damit ich es schnell griffbereit habe. Genau. Und die Schuhe, die ich dazu kombiniere, ich liebe sie. Waren aber auch nicht günstig. Die Sneaker von Adidas mit Mickey Mouse. Superstar-Kollektion ist das gewesen. Die war auch super schnell weg und ich bin echt froh, sie bekommen zu haben, obwohl sie wirklich nicht günstig waren. Aber sie sind super bequem, sehen super schön aus und ja, ich bin verliebt. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt für dieses Video oder für die kommenden Videos, wie ich diese Klamotten zum Beispiel auch besser zeigen kann, vielleicht soll ich die jetzt auch hier auf eine Puppe aufstellen neben mich und dann euch das zeigen. Aber wie gesagt, ich ziehe sie ja auch an und zeige sie euch hier im kleinen Ausschnitt.
Aber wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann gerne auch unten in die Kommentare. Das nächste Outfit ist etwas so ein Street-Style, aber ich finde es irgendwie auch cool. Also so richtig, es ist so richtig, yo, yo, cooles Outfit. einmal habe ich mir diese Hose bei Bershka gekauft. Die ist halt sehr breit geschnitten, deswegen ist es auch so ein bisschen coolerer Look. Die ist hochgeschnitten und breit. Ihr seht, es sind überall Mickey-Hände drauf. Dann dazu kombiniere ich ein weißes T-Shirt mit einer kleinen Mini hier drauf. Ihr könnt auch nur ein weißes T-Shirt oder auch ein schwarzes T-Shirt oder irgendeins, was also schwarz oder weiß passt sehr gut dazu. Muss auch kein Disney-T-Shirt sein. Dann kombiniere ich dazu eine Bauchtasche, weil es, finde ich, auch so ein cooler Look ist hier, die Bauchtasche. Die habe ich aus dem Primark. Achso, das T-Shirt, das habe ich, glaube ich, in irgendeiner Boutique gekauft. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Genau, die Bauchtasche ist aus dem Primark und das sieht so cool aus zusammen. Dazu die Magical Pride Ohren. Da ich hätte gerne komplett schwarze Ohren dazu angezogen. Die habe ich aber noch nicht. Die wollte ich mir mal bei ES Ever After bestellen. Die hat sie aber zurzeit nicht vorrätig. Deswegen halt die Magical Pride Ohren und dann habt ihr noch ein bisschen was Bunteres dazu. Dazu die passenden Schuhe von Bershka. Die gab es auch in der Kollektion. Die sind halt auch so ein bisschen klobig und haben einen dickeren Absatz. Und finde ich, passen echt super zu dem Outfit. Und da ist ja ein Frühjahrs... Jetzt muss ich mal hier alles runterwerfen. Da es ein Frühjahrslook ist und ich nur ein T-Shirt euch gezeigt habe, ziehe ich noch eine Jacke drüber. Und zwar hier diese Bomberjacke aus dem Shop Disney. Auch so größer geschnitten. Passt auch super zu diesem Street-Style-Look. Vorne habt ihr dieses MM, hinten steht Original Mouseketeer. Und ich muss sagen, es ist jetzt nicht, also ich ziehe mich ja auch gern so süß und schick und rosa an. Aber als ich das Outfit angezogen habe, dachte ich, das ist schon cool. Das werde ich auch auf jeden Fall auch mal anziehen. So, kommen wir auch schon zum vorletzten Outfit. Das ist jetzt wieder Minnie Maus angehaucht. Und zwar habe ich mir bei EMP dieses Top Pullover Schrägstrich bestellt. Und da sind das zwei Teile. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu zeigen. Das ist im Prinzip das Oberteil. Und das hier zieht man drunter. Also das und dann das drüber. Das Gute dabei ist, wenn ihr einen warmen Frühjahrstag habt, es ist ja immer noch kälter im Frühjahr morgens und abends, aber wenn es tagsüber dann warm wird, kann man das einfach ausziehen. Und dann habt ihr ein schönes Top an mit Mini-Muster. Das finde ich sehr praktisch bei dem Outfit. Genau, das ist das Oberteil. Dazu kombiniere ich einfach eine schwarze Hose. Ist halt ein bisschen dunkleres Outfit. Dazu die Classic Minnie-Maus-Ohren aus dem Disneyland Paris. Dazu diese Gürteltasche. Ihr könnt auch, wie gesagt, eine andere Tasche dazu kombinieren, was ihr habt mit Minnie. Aber ich kombiniere diese super süße Gürteltasche. Die habe ich aus Florida. Kann man entweder so halten oder man macht hier ein Gürtel dran und macht sie in die Hose rein. Ich liebe sie. So süß. Und dazu kombiniere ich diese Sneaker, die sind auch aus dem Primark, sehen zwar aus wie Chucks, sind aber aus dem Primark und sieht auch super süß aus. Das war jetzt mein Minnie-Maus-Outfit. Ihr solltet mal hier den Boden sehen, das ist ein Chaos hier mit den ganzen Klamotten. Oh, ich muss das gleich wieder aufräumen. Das habe ich mir da eingeheimst mit dem Video. Oh Gott, naja. Kommen wir zum letzten Outfit. Das ist Frozen angehaucht. Passt jetzt nicht so perfekt zum Frühjahr. Aber es gab letztes Jahr ja die Frozen-Kollektion, wo es auch den Frozen Spirit Jersey gab. Und da wurden auch diese T-Shirts hier released im Disneyland Paris. Und da habe ich mir auch eins gekauft und das ist so süß. Mit Mickey Mouse vorne drauf und dem Glitzer. Dazu dann natürlich die passende Frozen-Ohren, die es gab. Sieht sehr schön aus. Darüber, weil es ja wieder ein T-Shirt ist, eine Jeansjacke. Das ist im Prinzip eine ganz normale Jeansjacke hier von Esprit. Was ich aber gemacht habe, ich habe mir hier das drauf genäht. Das konnte man, glaube ich, mal bei Shop Disney kaufen. Aber ihr findet auch so, sind jetzt hier so Wendepailletten. Also einmal hier mit Mickey mit Herzaugen und dann einmal Mickey mit Zwinkern. Das habe ich bei Shop Disney gekauft, wie gesagt, aber ihr könnt auch andere Aufnäher kaufen. Die gibt es bei EMP, halt kleiner, da macht ihr mehrere drauf. Und so könnt ihr auch eure ganz normale Jeansjacke in eine Disney-Jeansjacke umwandeln. Und ja, ich finde das eigentlich ein ganz cooles Detail. Zu dem Outfit kombiniere ich meinen
Olaf-Rucksack. Wie gesagt, Frozen passt jetzt nicht so ins Frühjahr. Aber ich liebe diesen Rucksack. Der ist so süß und halt zu den Frozen, zu den Frozen-Ohren und so. Sieht das wirklich super schön aus. Und als Schuhe, jetzt muss ich das hier erstmal wieder ablegen, kombiniere ich diese Mickey-Schuhe von Moa Master of Arts. Da haben wir es. Da gibt es ganz viele Modelle bei Zalando von dieser Marke. Sind auch leider nicht sehr günstig, aber wunderschön teilweise. Wirklich wunderschöne Modelle. Super bequem und ich liebe diese Schuhe auch. Also mit den Mickey-Köpfen überall. Und da ich Mickey auf dem T-Shirt habe, passt die Kombo ganz gut. Ist zwar jetzt auch Olaf, aber Mickey. Und ja, diese Schuhe sind einfach wirklich... Also wenn ihr in Schuhe investieren wollt, in Disney-Schuhe, die nicht die bequem sein sollen, dann investiert in Moa Master of Arts. Ja, meine Lieben, das war auch schon mein erstes Disney-Fashion-Video zum Thema Disney in Paris Outfits im Frühjahr. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem einen oder anderen Outfit inspirieren, was ihr vielleicht auch privat mal anziehen wollt oder im Disneyland Paris. Bitte kommentiert mal unten, welches Outfit euch am besten gefallen hat, Verbesserungsvorschläge, wie gesagt, das war mein erstes Video dieser Art. Aber es sollen noch viele weitere Folgen, ich habe auch schon viele weitere Ideen und ja... Bitte lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es schon nicht getan habt und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann, ciao!